Hallo zusammen, da bin ich wieder beim Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal in einer neuen Ära unserer Stadt angekommen. Weil ihr seht, wie hier nach wie vor Hochhäuser aus dem Boden sprießen. Ich habe euch ja beim letzten Mal erklärt, ne, dass das an einem Mod liegt, den ich mir installiert habe. Guckt mal hier, 4400 Jobs. Und ja, so nimmt unsere Skyline weiter Formen an. Technetium Tower D, 6800 Jobs. Und das verlassen? Tatsächlich, geringe Nachfrage. Oha. Okay, und wir haben gerade ein Nachfrageproblem. Das heißt, wir müssen hier die Gewerbesteuern kräftig senken. Machen wir mal eine Steuersenkung auf 3%. Weil wir haben ja genug Geld, wir können es uns ja leisten. Ne? Und genau, das möchte ich nämlich verhindern, dass wir jetzt hier in so eine Abwärtsspirale kommen, wenn nichts nachgefragt wird. Und ihr seht, die Steuersenkung führt dazu, dass hier die ganzen Hochhäuser aus dem Boden sprießen. Und so wird unsere kleine, beschauliche Stadt zu einer Megacity. Guckt euch das an! Jawohl, Bürosuiten Mitternacht. Ja, gut, das ist normales Gebäude tatsächlich. Also die normalen Gebäude bleiben nach wie vor bestehen. Und ihr seht, wir haben ordentlich Geld mittlerweile zusammen, ja. 3 Millionen. Oh, wir brauchen noch mehr Energie. Was ist denn jetzt los? Ja. Und ihr seht das, ne? Überall kommen hier die Hochhäuser raus. Das liebe ich. Das liebe ich sowas. Wenn es einfach funktioniert, was wir hier versuchen. Wenn es einfach funktioniert. Das sieht geil aus hier. Guck mal. Das sieht geil aus. Castle Reach Tower Club. Yeah. Oh, das sieht auch schick aus. First National On. Da haben wir wieder einen Wisconsin Guest Building. Das ist leider ein Bug. Ja, manchmal kommen hier so Geschenkpakete. Das sagt dann einfach aus, dass die ein Gebäude bauen, wofür ich das Paket aber nicht mehr habe. Weil ich irgendwie ausmisten musste, weil das Spiel extrem langsam gestartet ist. Und schaut euch das an. Das Wachstum geht weiter. Also wir können es theoretisch einfach jetzt gerade mal laufen lassen. Und dabei zuschauen. Schau ich das an. Das ist noch DA-Banking. Das ist, glaube ich, noch das höchste. Nee, das ist auch ein Camelot. Hier. Camelot sind die Gebäude, die dazu kamen. Genossenschaft Simon und Frank. Das ist normales Gebäude. Das hier ist schon wieder ein Mod-Gebäude. Ja, das hier ist auch ein normales Gebäude. Boah, schaut euch das an, ey. Das hier, Oceana Tower. Es ist einfach krass, Freunde, was hier alles aus dem Boden rausgesprießt kommt, ey. So, genau, das hier ist auch nochmal ein normales Gebäude. Das hier auch, das ist nämlich das höchste normale Gebäude, was wir hier kriegen konnten bei SimCity 4. Das habe ich in meinem privaten Durchgang sehr oft gehabt. Deswegen habe ich mich dazu auch entschlossen, jetzt hier einen Mod zu installieren. Schaut euch das an. Das ist so krass. Double Tree Hotel, ja. Sim Goobas Eon Center. Boah. Das gibt mir schon ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Schaut euch das an. Unsere Skyline. Das ist richtig krass. Der Elliot Tower. 21st Century Tower. Ach, wie geil, Freunde. Wie geil. Das so habe ich mir das vorgestellt. So muss das aussehen. Also das heißt verlassen? Nee. Das ist einfach nur Verschmutzung hoch. Luftverschmutzung. Boah, das ist schon krass, ja. Gucken wir mal, ob wir hier die Verordnung zur Luftreinheit haben. Aber tatsächlich nicht. Nicht aktiviert, okay.
Dann müssen wir mal zugucken, wie jetzt die Luftverschmutzung zurückgeht. Schaut euch das an. Müsste eigentlich jetzt zurückgehen. Na, seht ihr? Die Luftverschmutzung geht zurück. Alles klar. Ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wie ihr auch merkt, diese Nachrichten hier... Ja, erweitert mal den Flughafen bitte. Die Nachrichten, die hier immer wieder aufploppen, das kann man tatsächlich deaktivieren, indem man hier unten auf Settings und dann hier erweitert dringende Ratschläge, indem man die ausmacht. Und du, warum bist du verlassen? Das geht gar nicht. So, was kommt denn da schon wieder Schönes hier? Die One Exchange Plaza. Meine Güte, das ist echt eine Mega-City mittlerweile. Ah, das freut mich. Das freut mich echt. Aber dafür müssen wir halt auf sowas aufpassen, ne? Weil je mehr Einwohner kommen, desto mehr schreiken die Leute halt auch, ne? Weil sie halt, ja, verständlicherweise überfordert sind. Mit diesem Wachstum. Müssen wir halt ein Gebäude für abreißen. Am besten dieses Geschenkchen hier. es ist halt Bug. Beziehungsweise kein Bug, aber... Es ist halt ein Gebäude, ja, wie gesagt, was nicht installiert ist. So, die sollten doch jetzt aufhören. Ja, die hören jetzt auch auf. Finde ich gut. Oh, es kommt da wieder Schönes. ITS Heron Residence. Wow. Ich bin einfach begeistert. Dieser Mod. Guckt euch das an. Wo vor zwei Folgen hier noch... mittelhohe Häuser waren, haben wir jetzt hier nur noch Hochhäuser. Das ist schon eine Mega-City. Und vor allem, es geht ja noch weiter. Es ist ja doch lange nicht Schluss. Und da oben haben wir wieder... Das ist natürlich jetzt... Das ist kacke, dass wir jetzt hier so viele Gebäude haben, die wir abreißen müssen nochmal. So. Hallo, weißt du das ab? Willst du nicht? Doch, du willst. Okay. Ah, seht ihr das hier zum Beispiel? Hier ist irgendwas kaputt gegangen, oder? Was können wir denn hier noch? Das Casino. Das Casino. Ah, städtischer Zoo. Wir können einen Zoo bauen, Freunde. Das habe ich jetzt natürlich. Was ist das denn? Antenna Tower. Passt auch nicht hier rein. Dann machen wir hier, würde ich sagen, große Plaza rein. So, so, und dann sollten die Gebäude sich jetzt auch direkt wieder ändern. Oder auch nicht. Ja, es ist halt nicht über. Ne? Aber einen kleinen Effekt hat die ganze Sache. Da möchte ich euch noch zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt hier... Ihr seht hier die Gebäude, ne? Und wenn wir jetzt hier Bäume pflanzen... Sollten wir theoretisch sehen, wie sich die Gebäude nochmal ändern. Seht ihr das? Seht ihr das? Wir pflanzen einfach nur Bäume und schon kommen hier Megahäuser. Das gleiche auch hier, weil die Luftverschmutzung halt dadurch zurückgeht. Ist halt logisch, ne? Grüne Lunge und so. Ist logisch. Ist komplett logisch. Und, wie gesagt, und dann würde ich... Eigentlich in diese Folge... Ja, lass die erstmal die Mega-Skyline aufbauen. Oh mein Gott. Wie krass das einfach nur ist. Aber... Ihr seht's, ne? Also, die Gebäude, die Wohngebäude, die waren schon gut. Ja, weil die kennen wir ja noch hier. Das sind ja Wohngebäude, die hatten wir vorher schon drin stehen. Wie komme ich da... gib mir das. Ach, nein. Das da. Das da. Das hier. Genau, das gab es ja vorher schon. Himmelsstürmer. Luxuseigentum. Hm. Oh. 8 Canada Square. HSBC. Ach ja, das kennt man ja, ne? HSBC Bank. Richtig cool. Ja. Und, genau, die kennen wir auch noch. Katis Eigentumswohnung. Jawohl. Ja, finde ich gut, dass wir jetzt hier so einen rasanten Fortschritt wirklich haben. Also echt wunderbar.
Was hatte ich noch machen wollen? Ach so. Forderung nach internationalen Flughafen. Wir haben doch schon zwei. Schaut euch die Max. Schaut euch die Kapazität an hier. Boah, das ist schon krass, muss ich sagen. Wir brauchen wieder Wasser. Können wir jetzt endlich Wasser eigentlich importieren? Ja, wir können wieder Wasser importieren. Perfekt. Gut, dann machen wir das mal und kümmern wir uns mal um die Stadtverordnungen. Da können wir nämlich eigentlich auch ziemlich vieles schon aktivieren. Weil wir verdienen ja ordentlich Geld, ihr seht es ja, ne? Wir verdienen ordentlich Geld, da wir auch so krass wachsen, ey. Innerhalb von einer Folge haben wir jetzt hier eine Metropole. Boah, das sieht geil aus. LG2ST. Das sieht geil aus. Richtig schön modern. Ah, so muss das sein. Und wer streikt hier wieder? Ich höre hier. Ach, das Krankenhaus. Okay, dann reiße ich eure Plazas weg und baue euch ein neues Krankenhaus hier hin. So. Oh Gott. Energie? Wie Energie? Der Strom nachkaufen. So. So. Hey, was ist das denn hier? Guck ich das mal an. Elsha Mandan presents Elsha Kundus. Das Design von den Entwicklern, das ist einfach cool. Hier steht sogar nochmal was beschrieben hier, dass dieses Star Wars Hotel ist eine der führenden Hotelgesellschaften der Welt. Das ist so cool. Sheraton Hotel. Auch richtig bekannte Gebäude dabei hier, muss ich sagen. Dieser HSBC Tower. Sheraton Hotel. Das ist schon richtig gut hier. Gut, dann speichern wir das Ganze mal, weil ich möchte nicht, dass es abstürzt. Weil wenn es abstürzt, dann ist Kacke. So kann man hier... Ah, überladene Tiefflieger fordern größeren Flughafen. Bau hinaus. So. Sehr schön. Kopf einziehen. Raketen. Ist im Laufe des... Wisst ihr was? Ich mach mal die... Meldungen mache ich mal im Let's Play wieder an. Damit wir hier nichts verpassen in der Stadt. Ja. Damit wir hier nichts verpassen, weil wir können nämlich jetzt, wie ihr seht, auch ein Atomkraftwerk bauen. Das suchen wir raus. Ja, das liest man gerne. Wir brauchen eigentlich wieder Hightech-Industrie, aber ich lasse es jetzt erstmal tatsächlich. Ich möchte erstmal eine Zeit lang in meiner Hauptstadt bleiben. Und hui! Triangle Building. Oh, es ist so cool. Es ist so cool, ey. Oh, neben dem HSBC Tower. Ah, so muss das laufen, Freunde. So muss das einfach laufen. Herrlich. Andover Tower One. Ja, und so können wir uns dann im Prinzip schon wieder weiter hier fortbewegen, sag ich einfach mal. Mach den mal ein paar Parks hier hin. Jawohl, schaut euch das an. Ein paar Parks hier hingemacht und schon bauen sie wieder. Was? Mittelschicht mag Steuern nicht. Die Bürger der Mittelschicht sind erschüttert und zwar zu Recht. Sie haben es satt, ihr gesamtes Gehalt in das bodenlose Fass der... Was? Wir haben doch die die Einwohnersteuern. Ah, wartet. Ah, seht ihr das? Da kommen auch noch normale Gebäude. Na, das ist ein normales Dikatis Eigentumswohnungen. Ja, Steuersenkung. Erstmal nicht, Leute. Ja, wobei doch, wir können es uns eigentlich leisten. Guck mal, wir haben 3,6 Millionen. Dann mach die mal runter auf 8,0. So. Hier auch einfach auf 8,0. Auf 8,0. So.
Dann verlieren wir jetzt zwar 6.000 im Monat, aber dafür... Ja, kriegen wir neue Gebäude. Was ist das denn hier schon wieder Schickes? Larus Plaza. Jawohl. Großes Verkehrsproblem auf Ali. RNP Properties. Es ist so cool, ne? Und vor allem, die sind alle, die funktionieren alle, diese Gebäude. Die sind, die werden nicht schwarz oder so, die funktionieren einfach. Und das ist ja auch das Geniale. Und ihr seht es, ne, selbst die 3x3 Gebäude sind schon heftig groß. Muss ich ja mal so sagen. Die sind schon heftig groß und auch heftig stylisch. So, das heißt aber auch, dass wir hier Bildung brauchen. Wir brauchen hier Bildung. Eine große Grundschule und einmal eine große weiterführende Schule. Dann können wir weitere Wohngebiete bauen. Genau, weitere Wohngebiete. Ja. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Das etwas anderes im City-Projekt jetzt mal. Weil ja, das mit den Mods, das ist ja wirklich ein nettes Gimmick, muss ich sagen, vom Spielen. Richtig nettes Gimmick. So, dann haben wir hier die U-Bahn-Station hin. Und wie gesagt, ich möchte in dieser Folge auch in dieser oder in der nächsten Folge, weiß ich nicht, auf eine Monorail umsteigen in der Stadt. Weil ich habe die Befürchtung, dass diese Hochbahn hier, dass die halt viel Luftverschmutzung. Guck mal, MTA Subway. viel Luftverschmutzung verursacht, weil ihr seht's, ne? Wenn wir hier Luftverschmutzung markieren, ist das hier verschmutzt. Und deswegen. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ob und wie wir das jetzt hier einrichten. Aber erstmal tatsächlich neue Wohngebiete. So, die Wohngebiete werden nachgefragt, sowie auch die Büros. Aber die Büros lasse ich erstmal. So, wartet mal. Dann wollen wir ja nicht von unserer Taktik abweichen, sondern hier immer schön die Grünflächen. Oh! Keaton Plaza. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Okay. Gut. Machen wir mal weiter. So einen schicken Hochhäusern. Wir bauen uns quasi jetzt hier die Downtown auf von der Region. Weil dieses Spiel ist ja regionsbasiert. Ja. Und die kleineren Städte werde ich dann hier nachbauen. Wenn das Projekt noch so lange geht. Aber ich denke mal, das Projekt geht noch eine Weile. Von daher ja, machen wir das einfach. Outroth. DA Buildings. Die Gebäude sehen richtig gut aus, muss ich sagen. Richtig gut. Nachbarschaftshandel. Wir brauchen wieder Strom. Ja, so eine fett wachsende Stadt braucht halt auch massig Strom, ne? Das ist schon logisch. So, alles klar. Oh Gott. So, ja, da bin ich wieder. Da war es eben tatsächlich passiert. Also das Spiel ist abgestürzt. Ja, das passiert manchmal. Seitdem... Nee, nicht erst seitdem. Es ist auch vorher schon passiert. Aber je größer die Stadt wird, desto wahrscheinlicher wird leider auch ein Absturz. Und ich muss das jetzt halt nachspielen. Und, ja. Aber gut, dafür sehen wir jetzt hier halt dieses geile Gebäude. Nacht Tower Residenz. Es ist natürlich eine richtig krasse Vielfalt. Ne, wie es hier jetzt, ja, die jetzt hier geboten wird. Und ich würde sagen, da ich mir hier auch schon wieder Blackouts gesehen habe, müssen wir einfach mal in die Region gehen und dann nochmal gucken, der Nachbarstadt, dass wir da vernünftige Ressourcen kriegen. Ja, weil das ist ja auch die... Ja, Luftverschmutzung ist in Ordnung.
nochmal. So. Weil wir brauchen hier mehr Kraftwerke auf jeden Fall. Ist das at last? Cool. Was ist das denn? Ey, ist Triple Reactor Nuklear? Ach Gott. Oh Gott. Nuklearreaktor. Nein, danke. Wie gesagt, das sind halt auch so Mod-Dinger. Mikrowellenkraftwerk. Da haben sie sich schon was einfallen lassen, muss ich sagen. Da haben sie sich schon was einfallen lassen, ja. Ah, und die Müllkraftwerke laufen auch schon am Limit. Ja, das ist natürlich... Machen wir schneller. Was? Ja, der G-Export schaltet Strom ab. Ja, toll. Ich würde sagen, wir bauen einfach unsere Gaskraftwerke mal. Ach, Mann. Feuerwehr. Okay, dann bauen wir es halt hier hin. So. Dann macht. Los. Ja, toll. Und jetzt kriegen wir... Warum haben wir so hohe Kosten? Können wir nicht mehr Wasser an unsere Hauptstadt schicken? Wartet mal, Nachbarschaftshandel. Ah, wir können Müll importieren. Ja, das machen wir doch mal. So. Okay. Okay, dann haben wir jetzt wieder plus 200. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, wartet mal. Wasserverschmutzung. Brauchen wir da wirklich die Kläranlage? Ich fürchte, oder? Ja, verdammt. Moment mal. Warte mal, mach mal Pause. Leg mal die Wasserpumpen woanders hin. Leg mal die Wasser... verdammt. Okay, nicht speichern. Da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Weil, das ist sehr wichtig, dass wir da jetzt, einen vernünftigen Nachschub besorgen für unsere Stadt. Das Kraftwerk. Wir brauchen ein neues Kraftwerk. Warum kriegen wir nur so wenig Geld hier rein? Wir können doch mehr Müll importieren. Handel initiieren, ja. Aber wartet mal. Müll von Sebitown wird nicht importiert? Wartet mal, das kann aber nicht sein. Warum das denn nicht? Hä? Warum das denn nicht? Lass mich erst mal gucken hier. Bürgermeister wird von Massen gefeiert. Das sieht man gerne. Warum wird hier kein Müll exportiert? Nachbarschaftshandel. So. Müll. Ah, jetzt. Warum auch immer. Also, kein Plan. So. Aber dann müsste das doch jetzt da wieder besser klappen. In unserer Skyline-Stadt hier. So. Dann gucken wir doch mal. So. Hä? Böse wieder 9. Ach, weil wir nur ein... Ah, okay. Weil wir nur ein Müllkraftwerk haben. Ah. Teuer ist das? Was ist das denn? Nuklear Pump House. Keine Ahnung. Irgendwas, was ist das denn? Cooper Chain Air Purifications Cleans Air for 15 Tiles Around. Made by SimGuber. Aber wie gesagt, diese Not-Mod-Gebäude möchte ich ungern nutzen. So, dieses Müllkraftwerk. Oh Gott. Wir können aber jetzt Nachbarschaftshandel
Müll importieren. Sehr schön. Ich glaube, oh, sehr gut. Energie können wir exportieren. Sehr schön. Wunderbar. Ja, Freunde, dann müssen wir jetzt ein bisschen Zeit mal hier in der Feuerwache, ey. Ihr nervt. So. Müssen wir erstmal ein bisschen Zeit hier verbringen. In der Stadt. Ja, weil es ist unser Rückgrat hier. Energie und Müll und so. Ne? Müllentsorgung. Deswegen, und wenn wir das verkacken, dann verkacken wir auch unsere Hauptstadt. Deswegen. Ölkraftwerk. Los. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht soweit. Mir geht's sehr gut. Ich stehe jetzt nach wie vor an einem Sonntagabend auf hier. Mittlerweile 23:30. Und ja. Nach wie vor hier Spaß am Spielen und auch wenn morgen wieder eine neue Arbeitswoche anfängt. Aber das passt schon. So, wir können Strom verkaufen. Wir können Müll, denke ich mal, weiter importieren. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja gut. Wir müssten aber auch... Na gut, das dauert jetzt ein bisschen lange. Aber wir können dann ja auch eine Wasserpumpe bauen. Wenn wir die 13.000 wieder haben. Und dann das Wasser an die Stadt verkaufen. Weil das bringt, glaube ich, sehr viel Geld ein. Energieexport sollte ich probieren. Ja, ist doch in Ordnung, Mensch. Ist doch okay. Es ist ja für einen guten Zweck. Ist ja für unsere Hauptstadt, Mensch, Leute. Oder sollen wir diese Stadt einfach nochmal neu aufsetzen? Sollen wir die Stadt... Nee. Lieber nicht. Tatsächlich lieber nicht. Wir müssen einfach warten. Einfach noch ein paar Sekunden hier. Können wir schön die Wasserpumpe hier hin klatschen. Und das Zeug dann an Sebitown verkaufen. So, schaut euch das an. Schaut euch das an. So, jetzt kriegen wir nämlich wieder... einiges an Kohle rein. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder in unsere Hauptstadt zurück. So, gehen wir wieder in unsere Hauptstadt. Können wir da weiter. Oh, und ihr seht, ne, wir hatten 800.000 Bürojobs und nur 400.000 Einwohner. Das heißt, wir brauchen mehr Einwohner. Definitiv. Ja, wenn sie mehr... Wenn sie mehr Einwohner haben wollen, dann kriegen sie mehr Einwohner. Ja, da war gerade meine Katze. Deswegen. Okay, Sims suchen Büros, aber wir... Oha. Okay. Wir brauchen aber auch reiche Wohngebiete. Das schreit wieder nach... ich sag schon. Nach... Verdammt, ich habe das Wort vergessen. Nach... Skyscraper. Wolkenkratzer. Genau, Wolkenkratzer. Das schreit nach Wolkenkratzern. So, das heißt, ihr habt hier eure Bahn, da habt ihr eure Busstation, dann kriegt ihr hier in der Mitte eure U-Bahn. Da kriegt ihr hier eure Direktverbindung zur Arbeit. Der Rest sind dann Parks. Die U-Bahn müssen wir noch verbinden. Das heißt, wir haben hier auch Fortschritt. Das mit der Monorail gehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal an. Weil das ist so viel, was wir hier erklären und verdammt. Und managen mussten, dass wir die Monorail tatsächlich erst beim nächsten Mal machen können. Na komm. So, los hier. Hallo? So. Jawoll. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Das ist richtig cool. Das ist richtig krass. So, schaut euch... Ach, verdammt nochmal. Jetzt kommt da wieder so ein Bug. Aber okay. Einfach abreißen, dann bauen sie schon was Neues. Alles klar. Gut. Ja, gespannt. Yo, da kommt schon wieder richtig viel, ey.
Das sieht richtig geil aus hier. Zack. Reiches Wohngebiet. Das sind alles reiche Leute, die hier was suchen. Finde ich gut. Ich meine, mehr Reiche kann man immer gebrauchen. So, wer streikt denn hier schon wieder? Ach, die da oben schon wieder. Müssen wir wieder ein Gebäude abreißen? Es tut mir leid. Aber wenn ihr streikt, was soll man da machen? So, genau. Und dann dahinter einfach Parks bauen. Upsala, da habe ich jetzt was abgerissen. Aus Versehen. Ah, okay. Aber, ja. Sehr cool. Ich sag, machen wir hier direkt noch ein Wohngebiet hin. Ich weiß, wir bauen gerade uns hier ziemlich schnell auf. Müsste ich tatsächlich mal drauf achten. Aber... Sie suchen Büros, ja. Okay. Gut. Ist das meine Katze gerade? Oder was höre ich hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Bauen wir hier den hier noch eine U-Bahn. So. Dann machen wir hier... So, da bin ich wieder. ja, ich habe gerade ein bisschen was los, deswegen musste ich kurz weg. Aber ja, passt schon. So, ich bin eigentlich auch fast fertig tatsächlich mit der Folge wieder. Die ist schon wieder fast rum hier. Und, ach so, aha. Toll. Backgebäude. Verdammt. So, dann machen wir so. Genau. Da kommen erstmal neue normale Gebäude. Wobei, das sind neue kleine Gebäude. Aber was haben die denn jetzt alle mit ihren Steuern, sagt mal. Stadtverordnung. Nachbarschaftshandel. Wo exportieren wir das eigentlich alles hin, unser Zeug? Na gut, den Hahn zu drehen. Okay. Dann müssen wir da einfach nochmal die freien Grünflächen aufbauen. Genau, schaut euch das an. Wir bauen freie Grünflächen und schon geht's hier ab. Schon geht's hier ab. Ab, wie geht die Post hier? Hä? Die sind verlassen? Langer Pendelstrecke. Ja gut, dann reißen wir die ab. Und lassen die mal was Neues aufbauen. Wenn sie da nichts wollen, dann okay. Meine Gesundheit müsste... Ein Krankenhaus bräuchten sie hier vielleicht noch, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ne, sie sind eigentlich noch drin im Radius. Ui, was ist das denn? Tower Residenz Version 2. Das sieht schon geil aus, ne? Das ist auch was Neues. Das Hein... Ah ne, das ist ein normales, das Heinmüller. Das ist ein normales, ja. Pella Ella anwesend. So, jawohl. Tower Bottom. Das hier ist auch ein normales. Oh, das sieht aus wie eine Rakete, schaut mal. Das sieht aus wie eine Rakete. Aber gut, reiches Wohngebiet. Passt doch. So, was hier suchen Büros. Da. Okay. Sims sind schlaue Füchse, das liest man immer gerne. Die Klärung der Verschmutzungsplage. Ach, Wasserverschmutzung. Ew. Alles klar. Shit, wir brauchen ein Klärwerk, Freunde. Okay, dann machen wir das noch eben schnell. Aber ich würde es gerne noch mal abspeichern vorher. Nicht, dass es wieder abstürzt. Und dann machen wir hier ein Klärwerk. Ich hoffe, das passt. Die sind nämlich riesengroß, diese Teile. Passen hier nicht hin. Industrie braucht Platz zum Wachsen. Verdammt, Leute. Aber nee, diesen Tower hier will ich nicht abreißen. Machen wir mal hier hin. Genau. So, Freunde.
Machen wir es mal hier hin. Ah, das passt ja perfekt dahin. Okay. Das passt ja perfekt dahin. Ist das Hemd reicht nicht? Was zur... Wegen den Steuern, ne? So, Wasserverschmutzung ist weg. Wie ihr seht. Da oben ist sie weg. Und jetzt müssen wir es halt hier unten nochmal ein Klärwerk hinmachen. Aber das mache ich am besten hier in der Nähe vom Flughafen. So. Genau. Haben wir nämlich auch hier die Verbindung. Die Wasserverschmutzung ist weg. Komm. Ja, die Wasserverschmutzung ist weg. Gut. Freunde, dann würde ich aber sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like und ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier da weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal und auch was sie hier wieder Schönes aufbauen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.